Sandtaucher. Sieht aus wie ein Fisch. Weeslash. Der sieht nicht sehr stark aus. Ich versuch's mal mit zwei normalen Angriffen. Wir nehmen das. 29, 30. Der hat immer noch 19. Verdammt! Die müssen schneller sterben. So. Ich mach mal diesen Sandtaucher weg. Super angegriffen, Sue. Genauso wie ich es wollte. Es wäre auch mal wieder cool, wenn wir ein neues Schwert finden für Justin. Also das würde ich ziemlich feiern. Stimmt, und ich darf nicht vergessen, den Heilangriff von Sue. Der sollte sich ein bisschen verstärken. Ach nee, das war ja sogar so, dass wir ihr ein Mana-Ei geben. Und sie kann dann Wasser einsetzen. Also, das ist mein Plan sozusagen. Ist noch ein bisschen Geld. Ich glaube nicht, dass hier noch ein Mana-Ei ist. Es ist, wenn dann eher in den Dorm-Ruinen, glaube ich. Aber ich glaube, hier war noch eine Kiste, wenn ich mich recht erinnere. Sandtaucher. Ich weiß nicht, ob es klug ist, gegen einen Fisch Feuer einzusetzen. Aber ich tue es. Tough life. So. Mal gucken, wie es denen so schmeckt, diese Koi-Fischis. Ja, nicht so viel, wie ich dachte. Deswegen greifen die jetzt mit normalen Angriffen an. Und Sue nimmt sich diesen einen Typi an. Okay. Die sind wohl doch stärker, als ich dachte. Die Schwerter scheinen sie nicht so zu beeindrucken. Mal sehen, wie ihnen die Peitsche schmeckt. Ja, einer ist draufgegangen. Los! Ja. Das war gut. Not bad, eh? Not bad, hey? Okay, die geben schon mehr Erfahrungspunkte. Also wenn, dann sollten wir nicht mehr gegen den Schleim kämpfen, weil es dauert einfach zu lange. Und es gibt keine Punkte dafür. Da ist mein Antrieb sehr gering. Boah. Das waren gerade viele. Und das sind nochmal drei. Egal. Die besiegen wir jetzt. Ich überlege mir gerade einen V-Slash einzusetzen, oder? Die Lehmpeitsche. Setze ich mal bei dem ein. Lähmungspeitsche. Sehr gut, Peitschenstufe ist hoch. Sue? Mit der mache ich jetzt einfach mal einen Puffy-Wurf. Puff, puff! Der eine Typ ist ja gestunt. Ich glaube, dann nimmt er mehr Schaden. Kann das sein? Puff, puff! Okay, 70 Punkte, das war schon mal nicht schlecht. Ja, Schwertstufe hoch. Sanddusche, das ist aber nicht so cool. Was war das denn? Oh, sowas hasse ich ja wie die Pest. Du mieses... Lehmpeitsche kann ich jetzt auch nicht mehr einsetzen, weil ich zu wenig Punkte habe. Nee, ich muss normal angreifen. Das zieht einfach am meisten ab. Ist das. So, und du hast mir Punkte abgezogen. Du bist ja ein Arsch. Nimm das. Das. Hoffentlich kommen wir gleich zu dem Save Point, damit wir uns heilen können. Ja, endlich. Aber endlich neue Rüstung und so. Das wäre sehr genial. Da ist die Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Blau Pill. Was das ist, weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas Gutes gibt. Dann sollten wir wirklich gleich mal zu dem Speicherpunkt. Genau. Ich habe ja doch einen Speicherpunkt gesehen, oder nicht? Da ist er! Endlich. So, dann würde ich mal sagen, ich kämpfe nochmal mit der Feuersäule gegen diese Fischis. Und kann mich dann gleich wieder heilen, bevor wir in den Domruinen spazieren gehen. Das ist gut. Wenn man so eine Heilstation gleich in der Nähe hat. So, wo sind die Fischis? Fischi, Fischi. Nee, da sind keine Fischis. Kommt her, ihr Fischis. Wo seid ihr? Gerade waren es noch so viele. Hallo? Ich finde ihn nicht mehr. Oder habe ich alle ausgelöscht? Da waren auch noch welche. Oh, jetzt bin ich dahin gerannt. Ne, ich finde keine mehr. Egal, gehen wir weiter. So. Oh, das sieht alles immer so gleich aus. Endlich sind wir da. Hier dürfte es auch nichts mehr geben. Aber ich gucke immer viel zu gerne danach. Ah, hier sind Fledermäuse. Da war auch noch ein Item. Oh nein, Vampir-Fledermäuse. Take this. Mal sehen, wie viel Schaden wir machen. Okay, wir vernichten einen. Das ist mir natürlich zu wenig. See my power. Hm. Hat ja noch mehrere Sprüche auf dem Lager. Der gute alte Justin. 40 Erfahrungspunkte. Das war ja richtig gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe. Alles Klärchenbärchen, wir nehmen uns jetzt die Kohle mit, stopfen uns in die Tasche und dann geht's in die Domruinen. Ah, ich weiß nicht mal ganz, wie der Tempel funktioniert, also wie die ganzen Rätsel sind. Hey! Oh, das war ja total dumm von mir, ich hätte mich umdrehen sollen. Dom-Org. Nicht angreifen! Nein! Verpisst euch! Ja! Okay, ich weiß nicht, soll ich eine Feuersäule benutzen? Wir können uns ja gleich wieder heilen. Ja, ich benutze es jetzt einfach und dann heilen wir uns nochmal. Double time. Oh, flame burn him. Niemand schlägt zu. Dafür musst du büßen. So, one hit. Okay, die hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, aber... Hey, das war ein Hinterhalt, wir verteidigen uns bloß. Die Feuersäule ist cool. Hä? Lebt der noch? Das gibt's ja nicht. Hier, nimm diesen Pfeil. Und eine Peitsche. Ja geil, Sue hat gelernt, Feuerlöscher. Was war das nochmal? Und jetzt lernen wir ja richtig viele Attacken. 48 Punkte. Sehr gut. Jetzt müsste Zu nur noch aufsteigen, denn sie ist zwei Level unter uns. Also unter Justin und Fina. Und wir laden uns nochmal schnell kurz auf. Und ich möchte mal gucken, was dieser Feuerlöscher macht. Zauber. Hallo? Ah. Ach, da sieht man das.
Feuergeschosse gegen alle. Ach genau, das war die Attacke. Okay. Ja, die ist ja cool. Aber die verbraucht viele Spezialpunkte. So, mal gucken, was uns da erwartet. Boah, gut, dass ich mich umgedreht habe. Das war jetzt knapp. Ich denke mal, ein kleines Feuerchen wird die schon besiegen. Ja, den hier. Und weg mit euch. Yes! Mann, wir kriegen lauter Level-Ups. Es ist richtig perfekt, dass wir jetzt in die Domruinen gehen. Also, dass wir noch kurz vor den Domruinen so ein paar Power-Ups kriegen. Boah, super genial. Dann kann es ja lustig werden, ne? Ich glaube, es war hier längs. Da, kommt mal her. Immer diese kleinen, nervigen Zwischengegner. Ich glaube, der schlimmste Zwischengegner, den ich so kenne, ist Zubat aus Pokémon. Aus den alten Teilen. Boah, war das schlimm. Der war richtig schlimm. Der hat mich so genervt, ey. So, treffe ich alle? Nee, leider den einen nicht. Oh, und den einen hat es gar nicht besiegt. Nee, drei sogar. Shit. Ich möchte das eigentlich ausprobieren, aber dann zieht es unsere ganzen Punkte ab. Und das kann ich nicht riskieren. Das ist wahrscheinlich eine saustarke Attacke. Wenn du... Nee, ich muss nochmal angreifen. Am besten den hier. Ist der weg. Fina nimmt sich... Ja, vielleicht nimmst du den ja. Kann ich den hier angreifen? Okay, dann eben so. Hauptsache, sie sind död. Das war wirklich einfach, ja. Okidoki. Alles Klärchenbärchen. Ich glaube, in den Ruinen selber gab es dann noch so... Da gab es, glaube ich, mehrere Orks. Das sind ein bisschen interessantere Gegner, finde ich. Genau. Hier musste ich, glaube ich, so ausweichen irgendwie. Muss ich alles ganz genau im Auge behalten, sonst verlaufe ich mich. Da sind die Orks, yeah. Endlich mal Orks bekämpfen. Immer wenn ich mir so eine Spieleverpackung angucke oder irgendwie den Text lese und dann, ja, man muss voll coole Abenteuer machen und das ist alles so Fantasy-mäßig, dann stelle ich mir eigentlich immer solche fetten Orks vor. Ich nehme mal normale Angriffe. Das gleicht dann sozusagen die etwas stärkeren Angriffe von Fina und Justin aus. Ich mache mal einen V-Slash. Yeah! Dann haben wir gleich weggekriegt. Ah, jetzt müsste Sue noch schnell... Justin ist ja wieder aufgeladen. Das ist vielleicht die Besonderheit an dem V-Slash, dass wir danach gleich nochmal angreifen können. Wir haben eine Keule erhalten. Die glitzert. Ich frage mich, ob man auch durch Tränke seine Spezialpunkte erhöhen kann und solche Sachen. Ich geh mal kurz in die Ausrüstung. Fina. So, wir haben... Hä, wo ist denn die Keule hin? Da war doch so ein Morgenstern oder sowas. Lederpeitsche. Nee. Wir hatten die gekriegt. Nee, das war eine Keule. Wirkt... Gut bei Geistern. Das sollten wir uns mal merken. Plus 20 Angriff. Oh, ich will aber die Waffe gar nicht austauschen. Die macht im Grunde nur 4 Punkte mehr Schaden.
Weil ich bin noch ein Schwertkämpfer, Mensch. Nö. Plus zwei Aktionen, Vaters Abzeichen. Das dürfen wir nicht weglegen. Su mit einer Eisenkeule. Geht mir alle aus dem Weg. Okay. Boah. Verdammt, ich muss hier noch mehr aufpassen, als ich eigentlich dachte. Wie viele Punkte hat Fina noch? Ja, okay, das war jetzt nicht so wild, aber ich sollte da trotzdem nicht mehr reinlaufen. Okay, ich muss jetzt besonders auf den Pfeil achten. Der zeigt auf die andere Seite. Wow, das ist geil. Oh, sieh nur dort. Ich kann keinen Grund sehen. Fürchterlich. Fürchterlich geil. Okidoki, mal gucken, was es da oben so gibt. Okay. Domruine 1. Wie merke ich mir das am besten? Das ist jetzt Domruine 1 oben. Okay. Ja, und wo geht's da weiter? Ah, ich muss erst erkunden. Ich weiß noch einmal. Boah, Geister! Dammit! Das ist ein Hinterhalt. Sind mir leider reingelaufen. Ich sollte die Keule für hier dann doch vielleicht ausrüsten. Aber Feuer tut's auch. Burn. So, mal gucken, wie viel Schaden es bei diesen Geistern macht. Okay, die sind weg. Hoffentlich treffe ich die, bevor sie mich treffen. Ja, das sieht gut aus. So, verschwindet. Ja, sie haben uns doch noch getroffen, aber das macht nichts. Hey, da ist eine Schatztruhe. Wir haben Jade erhalten, ich weiß nicht, was es ist. Okay, bei diesen Geistern müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht von hinten treffen. Hä, hey, da sind ja noch mehr. Die Blödmänner. Der Geist mit dem Loch in der Unterhose. Ich finde es einfach super, dass wir diese Fähigkeit so oft einsetzen können. Aber wir haben eigentlich nur 14. Das überrascht mich gerade ein bisschen, weil wir das so oft einsetzen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir das abwechselnd mit Fina und Justin machen. Yes. Ich glaube, Schwertangriffe sind bei denen auch nutzlos. Ähnlich wie bei den Waldkreaturen, die so komisch gemacht haben. Das waren lustige Gegner. Hey, und schon wieder Items. Das ist ja richtig gut. Noch mehr Items. Geil. Jade, Jade. Okay. Schade, ich habe jetzt auf irgendwas Besseres gehofft, aber egal. Da liegt ja noch was in der Mitte. Wenn die Jade nichts bringt, dann müssen wir die leider weglegen. Krasamen. Keine Ahnung, was das ist. Ausrüsten. Ich guck mal in den Gegenständen. Plus zwei Schutz gegen Schlaf und Verwirrung. Das ist doch mal geil. Okay. Aber ich weiß nicht, wem ich das geben soll. Hä? Sie hat schon Jade oder wie? Warte, ich muss das mal kurz gucken. In Ausrüstung. Schmuck Jade. Plus 2 Angriff. Halt SP während eines Angriffs. Aber dann geht der Angriff ein bisschen zurück. Egal. Die Jade brauchen wir nicht. Die können wir dann notfalls halber weglegen. Wo wollte ich dann hin? Muss ich hier irgendwas aktivieren oder so? Oder war hier nur eine Geisterfalle? Nee, wir müssen einen Stockwert runter.